Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich genieße das Wetter gerade so und ich dachte, es wäre jetzt absolute Verschwendung, reinzugehen und ein Video zu drehen. Deswegen mache ich das heute mal hier draußen. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Ton so. Was ihr hören könntet, wären auf jeden Fall Vogelgezwitscher. Das höre ich nämlich und ab und zu mal ein Hundebellen eventuell. Mal schauen. Und zwar geht es heute darum, dass ich euch eine Box vorstellen möchte. Die habe ich selber erst vor kurzem auf Instagram entdeckt. Und zwar ist das die Wedding Box. Und ich habe wirklich bisher nur die Umverpackung aufgemacht. Also wir machen hier wirklich First Impression. Man konnte auf der Internetseite auswählen, ob man die Box in Schwarz haben möchte oder in Cremefarben. Ich habe jetzt die schwarze genommen, aber auch die in Cremefarben ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Und wir packen das jetzt wirklich mal zusammen aus. Ich bin selber schon sehr, sehr, sehr gespannt. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Seite, wie immer, unten in der Infobox. Und ich löse jetzt hier erstmal diesen kleinen Aufkleber und das Papier drumherum. Ich finde halt schon die Verpackung richtig, richtig edel. Das ist auch was, wo ihr ganz, ganz viele Erinnerungen von eurer Hochzeit dann auch aufbewahren könnt. So sieht das Ganze aus. I do. Wie gesagt, das ist jetzt die Variante in Schwarz, die Wedding Box. Und dann macht man die hier so auf. Also richtig, richtig cool. Also schon die Verpackung ist halt mega. So sieht das Ganze dann innen aus. Also ein schönes blaues Strumpfband, ne? Braucht man ja als Braut, weil da habt ihr auch gleich was, könnt ihr quasi abhaken, das Blaue und auch das Geschenkte. Und dann hat man hier enthalten den Wedding Box, das Wedding Box Guidebook 2016, Love You More. Und hier ist ganz viel Zettelkrams drin, das muss ich mir dann mal noch durchgucken und das ist noch drin. Aha, und da hat man halt Wedding Box Partner zu Location, Hochzeitsplaner, Layout, Entertainment, Spiel und Spaß. Und dann halt noch ein paar Themen. Und zwar eure Feier, eure Regeln, wie finde ich den passenden Dienstleister, die Planung, die Trauzeugen, Bridal Shower, nachhaltig heiraten, Hochzeitsplaner, Hochzeitsbudget, die Trauung, die Location, mein Brautkleid, Brautgespräche, Hochzeitsfotografen, die süßen Trends 2016, die Candy Bar, das ist ja jetzt auch relativ modern, finde ich auch eine coole Sache, heiraten im anderen Bundesland, gleichgeschlechtliche Paare. Und dann Wedding Box Specials. Das finde ich schon mal richtig cool. Das möchte ich mir aber noch genauer angucken. Und da würde ich euch dann in ein paar Tagen nochmal irgendwie hinten dran was hängen, wenn ich mir das durchgelesen habe, wie ich das finde. Aber finde ich richtig, richtig cool. Wie gesagt, dann haben wir hier noch das Strumpfband. So, und dann seht ihr hier den Inhalt. Und da fangen wir mal damit an. Das ist von La Biostech Formulac. Das ist Haarspray. Fixiert die Frisur, verleiht ihr starken Halt, mehr Volumen ins trockene Haarsprühen. Genau, also es ist halt Haarspray. Finde ich immer gut. Also ich habe zum Beispiel als Hochzeitsplanerin, wenn ich jetzt auf einer Hochzeit arbeite, auch immer einen Notfallkoffer dabei. Und da ist zum Beispiel auch immer ein Haarspray drin, weil da kann man Laufmaschen mit bearbeiten. Natürlich nochmal Frisuren nachrichten. Dann hat man hier einmal Freudentränen. Das finde ich auch super, super süß für deine Freudentränen. Ein rosa. Können wir mal auspacken. So sieht das Ganze dann aus. Finde ich auch immer eine schöne Sache für die Gäste auf einer Hochzeit. Das Zoe-Band der Verbundenheit. Das Band steht für Verbundenheit, der Stein für Glanz, feiner Tüll für die Leichtigkeit und Beflügelung der Liebe. Zur Erinnerung an deinen Tag voller Glück. Also so als, erst kann man halt als Band am Handgelenk tragen und als Geschenk finde ich das auch eine super süße Idee. So, dann, oh, das hier finde ich interessant. Seifenblasen sind das, nehme ich mal an, weil ihr habt das, ne, kennt man ja so. Ich gehe davon aus, dass das Seifenblasen sind. Wollen wir das nicht mal ausprobieren? Moment. Oh, so süß. Da werden halt so ganz, ganz kleine draus. Voll cool. Das macht sich, glaube ich, auch schön für Fotos mit den Kindern. Ja, cool. Und es sieht halt auch richtig geil aus, ne? Ja, gefällt mir richtig gut. Was haben wir denn noch? Hier haben wir noch was. Das ist
so verpackt. Machen wir jetzt mal auf. Und innen drin hat man so etwas. Handmade steht auf jeden Fall drauf. Handmade with love. Und zwar ist das eine Bindestelle, Meisterflorsig. Also hat irgendwas für den Brautstrauß ist das. Ich hoffe, ich finde irgendwo da drin nochmal was, wo nochmal alle Produkte irgendwie aufgelistet sind. Ja, mal gucken. Werde ich bestimmt noch irgendwie finden. Aber irgendwie kann man das wohl in den Brautstrauß mit einarbeiten lassen. Finde ich auch süß. So, gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier was mit einem rosa Schleifchen. Da, rosa Schleifchen. Was steht da drauf? Little Pink Butterfly, made with love. Ein Beutelchen. Oh, ich liebe ja so Beutelchen, Leute. Ich finde es auch toll, als Gastgeschenk solche Jutebeutel bedrucken zu lassen. Und hier steht jetzt drauf, Mary Bag. Voll cool. Das ist richtig geil mit dem rosa Schleifchen. Voll cool. Und da kann man, ist so eine Goodie Bag im Endeffekt. Richtig, richtig genial. Gefällt mir voll gut. Dann hat man hier ein, oh, Popcorn. Ich wollte gerade sagen Potpourri. Nein, es ist Popcorn. So ein bisschen rosa eingefärbt. Home of the Corn, where sweet dreams come true. Richtig cool. Halt so für die Candy Bar zum Beispiel ist das halt eine coole Sache. Dann haben wir hier Shine Bright Like a Diamond. Die Macherei. Das sieht so aus. Huch, also so, das Band ist halt gerade abgegangen. So. Und diemacherei.com. Einzigartige Veranstaltungskonzepte, personalisierte Lasercuts, was wahrscheinlich das hier ist. Und Verleih von Vintage-Möbeln. Cool. So, weiter geht's. Dann haben wir hier noch was Herziges, hier so ein Fließherz. Und es ist wohl für den Ehering gedacht. Kann das sein? Ach nein, ein Herzchen-Glasuntersetzer ist das aus 100% Merino-Schafwolle. Genau, und das kommt aber eigentlich von Decapa Jewelry. Genau, es ist ein Glasuntersetzer. Ein bisschen aufpassen, hier ist ein bisschen windig. Nicht, dass mir was fortweht. Dann haben wir noch so ein bisschen Werbekram, wahrscheinlich halt von den Firmen, die quasi hier was zur Verfügung gestellt haben. Oh! Tada! Ein Fächer. Voll schön. Von Lilette Maison Fondée en... Naja, Zahlen konnte ich auf Französisch noch nie gut. So sieht der aus. Voll schön, ist auch recht stabil. Aber so klein und relativ leicht. Eine sehr süße Sache, finde ich auch als Gastgeschenk schön. Bei einer Sommerhochzeit finde ich das richtig gut. Und dann hat man noch das hier drin. Was steht hier? Persönliche Details für Ihre Hochzeit. Das sind, glaube ich, das Sticker. Wir werden uns das ansehen. Mal aufruppen. So. Genau, das sind Sticker und die kann man halt bestellen. Man bekommt hier 10% auf seine erste Bestellung bei Casa di Falcon. Und so sehen die aus. Ist auch süß gemacht. Und damit ist unsere Box auch schon leer. Da ist nur noch ein bisschen Füllmaterial drin. Und die Box, die ist wirklich auch sehr, sehr, sehr stabil. Das ist wirklich keine mindere Qualität oder so. Also ich finde es halt schon wirklich wegen der Box cool. Also auch... Man kann ja auch sagen, die schwarze für den Mann, die cremefarbene für die Braut zum Beispiel. Und dann würde ich hier zum Beispiel, man kann hier zum Beispiel die Karten drin aufbewahren, die man geschenkt bekommt. Oder einfach so kleine Erinnerungsstücke, wie zum Beispiel das Schrumpfband und das Ringkissen und so. Finde ich richtig, richtig cool. Ich finde auch den Inhalt sehr interessant und abwechslungsreich. Ich würde mir jetzt nochmal diese ganzen Broschürchen und so angucken, was hier noch mit drin war. Und melde mich dann einfach nochmal. Also ich kann euch sagen, das Popcorn schmeckt sehr, sehr gut. Und das hier ist vorhin so ein bisschen untergegangen. Das ist so ein Countdown. Also der zählt halt von 100 runter. Und hier der Hochzeitstag ist quasi die 1. Und da könnt ihr dann jeden Tag einfach quasi ausmalen oder ein Herzchen reinmalen. Und hier euer Hochzeitsdatum halt hinschreiben und so einfach den Countdown zählen bis zu eurer Hochzeit. Und das ist von Feenstaub. Finde ich auch eine richtig süße Idee.
Ich habe mir jetzt nochmal dieses Wedding Box Guidebook 2016 ein bisschen näher angesehen. Im Endeffekt bekommt man da so ein paar Tipps zur Hochzeitsplanung und es werden Dienstleister vorgestellt, was ich so zusammengefasst sehr, sehr gut finde. Und ich sag mal, es sind ausgewählt. Es ist jetzt nicht so wie bei manch anderen, dass man dann 50 Locations hat und 20 Fotografen. Das ist hier ein bisschen komprimierter gemacht und richtig schön. Und die Sachen, die oder die Dienstleister und die Produkte, die sie haben, die hier vorgestellt werden, sind auch richtig, richtig schön und richtig, richtig süß. Genau, und das findet man halt noch in diesem Guidebook. So abschließend kann ich sagen, dass mir die Weddingbox sehr, sehr gut gefallen hat. Vor allen Dingen die Verpackung. Die Kiste ist mega, mega toll. Der Inhalt war sehr abwechslungsreich. Es ist, als Brautpaar kann man auch mit allem wirklich was anfangen. Ich finde es auch ein süßes Geschenk, wenn man jetzt zum Beispiel Trauzeugin geworden ist und das am Beginn der Planung zum Beispiel der Braut schenken möchte oder so. Oder einfach für sich selbst so auf zur Einstimmung, finde ich das richtig schön. Deswegen, ihr könnt euch die Weddingbox ja gerne mal anschauen. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Und mir hat die Box sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.